OLL ist der dritte Schritt der CFOP-Methode und steht für Orientation of the Last Layer. Das heißt, wir müssen alle gelbe Kleber in der oberen Schicht nach oben zeigen lassen, wie hier. Für Fortgeschrittenere ist OLL ein einschrittiger Prozess, der 57 Algorithmen beinhaltet. Doch indem man OLL in zwei Schritten löst, kann man diese Zahl auf nur 7 hinunterbringen. Als erstes muss man wie in der Anfängermethode das gelbe Kreuz lösen. Danach hat man 7 verschiedene mögliche Fälle, wie die gelben Ecken gedreht sind. Also hat man auch einen Algorithmus für jeden Fall. In diesem Fall muss man das machen. Und die gelbe Fläche ist gelöst. Kommen wir als erstes zu den Soon- oder Fish-Algorithmen. Dieser Fall erkennt man daran, dass nur eine gelbe Ecke nach oben zeigt und die anderen alle auf die Seite. Ihr haltet zuerst die gelbe Ecke vorne links, wie hier. Wenn hier ein gelber Kleber ist, dann macht ihr einen Algorithmus, den ihr schon aus der Anfängermethode kennt. Und zwar diesen. Wenn aber hier kein gelber Kleber ist, sondern dieser auf der Seite ist, dann dreht ihr diese Ecke, damit sie hinten rechts ist. Und dann macht ihr einfach den vorherigen Algorithmus rückwärts. Der sieht so aus. Wenn ihr zwei gelbe Kleber habt, die nach vorne zeigen und zwei, die nach hinten zeigen, dann haltet ihr sie, damit irgendein paar Kleber nach vorne schaut und macht diesen Algorithmus. Wenn ihr zwei gelbe Kleber habt, die in die gleiche Richtung schauen und zwei, die weg voneinander schauen, dann haltet ihr den Würfel so, dass die zwei, die in die gleiche Richtung zeigen, nach links schauen und macht diesen Algorithmus. Wenn ihr zwei Kleber habt, die nach oben zeigen und zwei Kleber habt, die in die gleiche Richtung zeigen, macht diesen Algorithmus. Wenn zwei diagonale gelbe Kleber nach oben zeigen, haltet den Würfel so, sodass ihr hier und hier gelb sehen könnt. Dann macht diesen Algorithmus. Und nun zum letzten Fall. Wenn hier zwei nach oben zeigen und hier zwei gelbe Kleber auseinander zeigen, dann haltet diesen Block hier rechts und macht diesen Algorithmus. Damit dieser Schritt nützlich wird, muss man auch Tulok PLL können. In der Videobeschreibung werde ich eine Liste der Algorithmen stellen und auch einen Link zu meinem Tulok PLL Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal.